Gut. Und Feierabend. 7000 haben wir noch, das ist gut. Ich möchte die Mails nicht sehen, aber ich muss sie sehen. Und das sind nur zwei. Es war so klar, fühlt sich krank. Okay, ja, fühlen sich halt beide krank. Schön für sie. Vier neue Leute einstellen, das wäre super. Weil wenn ich vier neue Leute habe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal wieder vielleicht einen Begrüßer und Verkäufer. Das ist super hier. Dann kommen jetzt, zack, die gehen auch gleich neun. Nein. 12. Ja, ich glaube, die haben so einen Mindestbetrag und wenn man den überschreitet, dann arbeiten die halt für einen und sonst lassen die es halt einfach sein. Also ist, glaube ich, dass mit dem, ich mach mal, ich taste mich von unten langsam an. Gar nicht so dumm. Aber man muss ungefähr so in der Mitte vom Gelben sein. Das ist so mein Gefühl, so Mitte vom Gelben am Ende führt zum Erfolg. Deswegen einfach immer so mal ein bisschen gucken hier. Ich möchte jetzt auch niemanden hier so. So, alle vier eingestellt, das ist einfach schon mal gut. Und dann wollen wir mal gucken. Filtern. Verkäufer. Davon ist auf jeden Fall schon mal einer krank und ich weiß nicht, welche Schicht er hat. Wahrscheinlich die morgendliche Schicht. Das akzeptiere ich. Begrüße habe ich noch keine, das weiß ich. Sicherheit habe ich zwei. Kassierer habe ich drei. Und Auffüller brauche ich gar nicht mehr. Und Werbung brauche ich noch zwei. Okay, gut. Achso, ich wollte den Filter rausnehmen. So. Auffüller brauche ich halt leider nicht, ne? Da muss ich später mal gucken. Was kannst du? Du kannst verkaufen. Verkäufer habe ich so, dann bist du der Verkäufer bis zum Ende. So, weil. Ja, ich weiß, ich wollte Begrüßer einstellen und das ist die gleiche Fertigkeit. Werde ich auch machen, aber nicht ihn. Da werde ich dann halt gucken müssen, wen ich als Begrüßer einstelle. War jetzt habe ich nämlich erstmal den ganzen Tag Verkäufer im Hause. So, du bist richtig gut auch als Verkäuferin. Ist einer von euch nicht so gut als. Guck mal hier. Weißt du, bei dir weiß ich nicht, wann du arbeitest, ne? Morgens. Das ist okay. Du wirst ab jetzt dann halt Begrüßung machen. Du bist zwar jetzt krank, aber finde ich nicht so schlimm. Weil du nämlich jetzt dann den ganzen Tag vom Morgen an bis um 10 Uhr, da ist schon wieder Schluss. Da machst du dann bitte einfach als Verkäufer deine Arbeit und das sollte ja nicht so das Problem sein. So, was kannst du? Sicherheit finde ich gut. Dann machen wir nämlich dich. Du bist dann ab 13 Uhr. Nee, nicht ab 13 Uhr, sondern. Nicht bis 13 Uhr, sondern ab 13 Uhr. Und du machst deine Pause dann um 17 Uhr. Und du machst dann den ganzen Tag Sicherheit. Dann habe ich das nämlich auch mal ein bisschen mehr abgedeckt. Jetzt habe ich drei Sicherheitsleute, ne? Ja, drei Sicherheitsleute den ganzen Tag über. Die Auffüller sind voll. Kassierer fehlt noch einer am Morgen. Sicherheit habe ich jetzt drei. Ja, Begrüßer brauche ich natürlich halt noch, ne? Das ist schon klar. Werbe kann ich noch gebrauchen. Und Verkäufer brauche ich auch nur noch einen. Also ihr seht, das geht jetzt relativ zügig und ich habe hier auch noch eine Person übrig. Artikelhandhabung.
Dann gucke ich doch mal, ob ich hier jemanden habe, der woanders besser aufgehoben ist. Weil manchmal hat man hier so Multitalente. Und dann würde ich hier einen Wechsel vorschlagen, falls jemand hier. Nee, okay, ihr seid alle auch bei der Artikelhandhabung groß. Das heißt, du hast Pech gehabt. Dass du da auf jeden Fall schon mal nicht hinkommst. Du hast hier 2 Sterne. Das heißt, du startest um 11, beendest deinen Job um 19 Uhr, machst deine Pause um 15 Uhr. 2 Sterne heißt doch, glaube ich, dass sie da schnell lernen, ne? Und dann habe ich meinen zweiten Begrüßer gefunden. Filter entfernen. So. Das ist auf jeden Fall schon mal fest jetzt. So, jetzt gucke ich mal eben, dass wir die Kleider hier vielleicht erstmal auf 5 bringen. Vielleicht reicht das Geld. Dann hätten wir auf jeden Fall erstmal was im Laden und dann auf 10 hoch geht dann. Aber das muss halt jetzt nach und nach passieren. Wahrscheinlich, weil Kleider halt leider teuer sind. 9000, ja, sie sind teuer. Ich hab's fast geahnt. Ja, ich möchte noch einen Darlehen aufnehmen. So. Und jetzt gehen wir zu den anderen Läden nochmal. Lassen wir das einfach sein. Die anderen Läden kommen, lassen wir mal in Ruhe weiter. Und wir gehen direkt zu dem Laden einfach wieder. Und jetzt können wir das erste Mal den Laden dann wahrscheinlich in komplett voll sehen. So wie er dann später auch ist. Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwie einen guten Tag jetzt haben. Eigentlich müssten die Tage ja jetzt besser werden, Tatsache. Also vom Grundgedanken her, weil wir ja jetzt auch Begrüßer haben, der Mitarbeiter, klar, auch ein bisschen teurer. Aber durch den Begrüßer von 11 zum Beispiel jetzt an müssten wir rein theoretisch eigentlich. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe doch jetzt 2 Auffüller hier. Warum habe ich 2 Auffüller um diese Uhrzeit hier? Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich fange doch nicht beide um 2 an. Mitarbeiter. Ja, ihr fangt beide um 2 an. Das ist natürlich doof. Weil das brauche ich doch gar nicht. Das muss ich gleich mal ändern. Aber es macht jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt, also ob die jetzt erstmal da sind. Also so schlimm ist das jetzt nicht. Aber es passt halt nicht zu dem Standardschichtplan, den ich mir überlegt habe. Beziehungsweise dieses 4-Schicht- oder 3-Schicht-System, was ich da gedacht habe, mir angedacht habe, das muss ja funktionieren, ne? So, der Tag geht jetzt wahrscheinlich relativ zügig rum. Ich bin mal so frei und lasse es einfach mal laufen und ich bin sofort wieder da. Ich hole mir nur was Neues zu trinken. Bis gleich.
So, ich bin wieder da. Mein Laden brennt noch nicht. Das ist, denke ich, schon mal gut. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt funktioniert doch. Mein Begrüßer ist auch gleich da, der Erste. Also möchte ich mich nicht beschweren. Beschweren möchte ich mich sowieso nicht. Warum denn auch, ne? Der Laden läuft ja auch. Ich bin froh, dass dieses Spiel mir echt, das macht richtig Spaß. Das ist richtig cool. So. Oder baue ich den Laden hier zu. Dann sind wir so viel in diesen einen. Naja, wir bauen erst den Laden von Jonas aus und dann ersten. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht sinnvoller wäre, weil hier ja natürlich mehr Kunden sind, diesen Laden hier auszubauen. Finanziell gesehen wird das wahrscheinlich sogar. Ja, warten, warten Sie. Ja, ich war gerade selber irgendwo anders. Ja, wahrscheinlich wird das Tatsache sogar mehr Sinn machen, diesen Laden hier auszubauen. Also finanztechnisch. Den hier zuerst groß zu machen. Aber andererseits möchte ich euch auch nicht immer nur einen Laden zeigen. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Deswegen können wir da ruhig ein bisschen wechseln, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist, denke ich, vollkommen legitim und okay. Und ich stehe schon wieder in der Kasse. Da können wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Komm, ich bleib jetzt hier auch an der Kasse stehen, weil wir haben so viele Kunden jetzt. Jetzt haben wir auch den Begrüßer drin. Dabei. Da baue ich den Laden hier zuerst aus. Ich bin mir noch unsicher, Tatsache. Wenn ich den hier natürlich zuerst ausbauen würde, dann würde mir das natürlich beim Ausbau von dem anderen Laden auch krass weiterhelfen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das entscheide ich dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mache ich trotzdem erst den anderen, weil damit man was anderes sieht und nicht mal das gleiche. Aber das ist, denke ich, auch vollkommen legitim und okay. Und wir haben fast jetzt schon so viel Geld, dass wir die Kleider auf normalen Mindestbestand machen können. Weil wir brauchen, glaube ich, dafür dann so 12 am Ende, 12.000 oder so. Und wir haben ja noch jetzt so einige Zeit offen, den Laden. Joshua macht Pause. Ja, dann machen wir Pause. Ja, das sollte easy reichen für das, für die Mindestbestellung der Kleider. Und dann machen wir danach den letzten Tag für heute. Und dann geht's nächste Woche in den anderen Läden wieder weiter. Also wir machen jetzt noch diesen Tag zu Ende und dann noch einen Tag und dann ist gut für heute. So sieht doch gut aus hier. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ich brauche noch ein bisschen Geld, brauche ich noch. Damit ich nicht noch einen Kredit aufnehmen möchte, was ich ungern tun würde. Wäre schön, wenn Sie noch ein bisschen was kaufen. Muss nicht so viel sein, aber ein bisschen noch. So. Kaufen Sie am besten die ganz billigen Kleider. So, das teuerste halt. Ja, aber sieht ja gut aus. Also, morgen wird der Umsatz dann ja, wenn nicht wieder alle krank sind, der Umsatz auch nochmal steigen. Weil wir dann ja im Optimalfall beide Begrüßer haben.
Und das passt dann aber ja auch. So, einmal bitte jetzt hier, zack, die letzten Leute. Du möchtest noch bleiben? Ich nicht. Ah, 9.700, das ist knapp, glaube ich. Na, wer möchte mein Geld? Nur zwei E-Mails. Okay. Yvonne möchte mehr Geld und Pierre fühlt sich krank. Okay. Yvonne möchte mehr Geld. Wo ist sie denn, die Gute? Ach, drückt hier ganz oben. Du verdienst. Ah, okay, du verdienst dann nicht so viel. Das ist also okay. So. So. Okay, perfekt. Dankeschön. So. Einstellungen haben wir drei im Optimalfall. Marketing nehme ich. Also zumindest, wenn Sie bei mir arbeiten wollen. Dann haben wir nämlich da auch schon drei. Ja, das nächste Gespräch wird dann geführt. Fortsetzen. Das geht ja sogar noch. Du bist überall niedrig, das ist okay. Das ist okay. So, Hauptsache nur nicht in irgendwas gut, was ich nicht brauche. Ja, und dich wäre auch gut, Tatsache. Also das wären, wenn ich die drei bekomme, habe ich das relativ gut hinbekommen. Ja, und ich habe alle drei bekommen, das ist gut. Dann wollen wir mal eben gucken. Verkäufer. Du bist von 2 bis 10, ne? Was konntest du nochmal? Du konntest Marketing. Dann gehen wir erst ins Marketing. Von 13 bis 21 Uhr ist noch frei. Dann haben wir nämlich da auch jemanden bis zum Ende. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Marketing in diesem Laden ab jetzt auch. Die Pause ist dann um 17 Uhr jeweils. Du darfst den ganzen Tag Marketing betreiben. So. Wo warst du nochmal gut drin? Ja, ich hab's mir fast gedacht. Artikelhandhabung ist natürlich das Beste. Da wirst du aber nicht hinkommen. Denn du wirst von 4 bis 12 Sicherheit machen. Das warst du jetzt, ne? Arbeit starten um 4. Arbeit beenden um 12. Die Pause hast du dann um 8. Und du darfst den ganzen Tag die Sicherheit machen. So, jetzt kommen wir zu dir. Verkäufer warst du gut, ne? Ja, entweder du machst Begrüßer, Tatsache. Aber da du krank bist, machst du Tatsache Verkäufer von 4 bis 12. Damit ich morgens, damit ich jetzt auch am nächsten Morgen einen Verkäufer habe. Also Glück gehabt. Außer du möchtest lieber Kunden begrüßen, was ich jetzt aber natürlich nicht prüfen kann, dann Pech gehabt. denn du bist jetzt Verkäuferin geworden. So, wie viele Angestellte fehlen uns denn noch? Verkäufer ist voll. Begrüßer fehlen noch zwei. Sicherheit ist voll. Kassierer fehlt noch einer. Also zwei. Drei. Fehlen noch vier Leute. Dann wären wir fertig soweit. Bestellungen. Erstmal die nachbestellen. Und jetzt bestelle ich die Kleider noch nicht nach. Das mache ich am letzten Tag.
Wissen Sie, was mache ich gleich, wenn wir den nächsten Tag gespielt haben? Obwohl, nee. Ich bin am Überlegen gerade. Ich denke, wir hören an dieser Stelle sogar schon auf. Der Laden ist soweit ja fertig. Dann können wir im nächsten Stream ganz entspannt den Laden zu Ende machen und dann sofort in die anderen Läden auch reingehen, dass die auch wieder wissen, yo, Chef, ihr guckt uns auch noch an. Also mit anderen Worten, dass die wissen, dass ich mich um die auch noch kümmere. Dann haben wir ja das Ziel, dass wir das Mindestlager der Kleider erhöhen und dann den einen Laden ausbauen und dann wird relativ schnell der zweite Laden auch ausgebaut, weil danach sind diese Ausbaupläne erstmal da, bevor wir uns einen fünften Laden kaufen. Ich bin insgeheim nämlich noch in der Hoffnung, dass unser fünfter Laden das dritte Konzept umfasst und wir sozusagen dann von der Kleidung wegkommen. Und ja, das nächste Konzept sozusagen dann starten. Da bin ich aber relativ zuversichtlich, dass das klappt. Ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zuschauen bei jedem Einzelnen. Danke, dass ihr da wart, auch wenn ihr gelurkt habt. Wadli, bei dir bedanke ich mich insbesondere auch nochmal dafür, dass du im Chat aktiv warst. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bin dann damit jetzt raus und sag bye bye.